Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rathal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Felix Leber und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Outlook 2010 an Office 365 anbinden können, ohne den Autodiscover-Wert als CNAME eingetragen zu haben. Dazu müssen wir die Servereinstellungen manuell im Outlook setzen. Dazu starten wir uns das Outlook zuerst, was bei mir noch nicht konfiguriert wurde. Deshalb klicke ich jetzt einfach auf Weiter. Ich möchte ein E-Mail-Konto konfigurieren, sage Weiter. Da ich mich im Moment in unserer Rachfall-Domäne befinde, schlägt er mir das Rachfall-Konto vor. Das möchte ich allerdings nicht. Ich möchte ja das Office 365-Konto anbinden. Es handelt sich bei Office 365 um Exchange Online. Klicke hier auf Weiter. Jetzt brauchen wir den Server von Office 365. Und den finden wir, wenn wir uns auf der Seite, also office365.microsoft.com, einloggen. Und dann hier in diese Startseite gelangen. Dort gehe ich in das Outlook Web App. Und hier oben rechts, unter diesem Fragezeichen, kann ich auf Info klicken und bekomme hier einige Informationen. Zum Beispiel den Hostname-Eintrag, welchen Sie benötigen. Den kopieren wir uns einmal mit strg-c. Mehr brauchen wir hiervon eigentlich nicht. Deshalb schließe ich das wieder, öffne wieder mein Outlook. Das tragen wir hier mit strgv ein, mit der Ausnahme, dass wir hier noch ein mailbox.outlook.com eintragen. Der Benutzername ist nicht Felix Leber, sondern die E-Mail-Adresse. Das wäre in meinem Fall f.leber@himmlische-it.de. Und zunächst müssen wir noch in die weiteren Einstellungen. Hier müssen wir unter Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP einen Proxy angeben. Und das ist genau der Hostname, den wir eben kopiert haben. Weiterhin ist es zu empfehlen oder muss sogar sein, dass er nur auf dieses Zertifikat hört, msstd:outlook.com. Diesen Haken können wir setzen und hier unten wählen wir die Standardauthentifizierung aus. Bestätigen das Ganze mit OK, hier auf Übernehmen. Beim nächsten Start wird es angewandt, klicken auf OK. Wenn wir jetzt auf Namen überprüfen klicken, sollte er das schon finden. Nachdem wir hier einmal unser Passwort für Office 365 eingegeben haben. Hier können wir sagen Remember my credentials oder Login-Daten speichern. Jetzt sollte er das Konto finden. Hat er getan, das sieht man daran, weil es jetzt unterstrichen ist. Jetzt können wir auch weiterklicken. Kontoeinrichtung abgeschlossen. Fertigstellen. Dieses Vorgehen ist von Microsoft nicht unterstützt, da sich eventuell diese Servernamen mal ändern könnten und demnach würde das Outlook dann nicht mehr funktionieren und müsste wieder manuell angepasst werden. Wir warten einmal, bis das hier eingerichtet wurde. Und jetzt können wir auch schon sehen, dass das Ganze erfolgreich abgeschlossen wurde. So, und hier sehen wir schon, das f.leber@himmlische-it-Konto wurde erfolgreich eingerichtet und so manche E-Mail wurde schon heruntergeladen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.